angekommen am Ende von unserem riesen Tutorial. Wenn du bis zum Schluss gekommen bist, möchte ich dich gratulieren. Also Hut ab, du hast jetzt ein wunderschönes und langes, nicht so ganz einfach Stück gelernt. Also nicht ganz so einfach, es ist nicht einfach. Also Handschütteln, Hut ab, alles Mögliche, ja. Wir schauen jetzt die letzten 5 Takte. Das ist Takt 41 bis Takt 45. Wir schauen erstmal die ersten 2 Takte, also Takt 41 und 42. Die linke Hand spielt Fis, Cis, Fis, da gerade über die Mitte. Dann geht sie wieder zu D, das kennen wir schon. D, A, E, D und nachher tiefer zum A, E. Vierte Noten. Fis, Cis, Fis. D, A, E. D, A, E, Cis. E, H, Gis. Ein bisschen schneller. Haben wir wieder so einen Akkord mit diesem R nach oben, also wir fangen wieder von unten nach oben. Jetzt ist es Cis, E, A, eigentlich das gleiche wie vorher vor 2 Takte, das war hier Cis, E, A, jetzt haben wir es hier oben. Dann zweite Finger auf E, wieder A oben, D mit dem Daumen, jetzt haben wir einen Vorschlag. Hatis, ganz schnell, Hatis, D. Wenn ich das spiele, dann klingt es für mich immer wie so, wenn man niesen würde. Also wenn ich die Notennamen sage, Hatis. Blödsinn. Dann D mit dem Daumen, E mit dem zweiten Finger, Cis oben, also richtig strecken mit dem fünften Finger, dann eine Quint, E mit dem Daumen, H mit dem vierten Finger und dann am Schluss 2 Sechzehntel, A, das ist jetzt A1 mit dem dritten Finger und Gis mit dem zweiten Finger. Nochmal das. A, Gis, A, Gis, Cis, A, E, A, D, H, Cis. D, E, Cis, E und H, zurück, A, Gis. Jetzt mache ich die vierte Noten gleich. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3, 4 und zusammen. Ganz langsam. Zusammen, zusammen, zusammen. Rechts allein. Da auch zusammen. Wenn ich hier oben ankomme, spiele ich D. Aber das geht so schnell, dass ich eigentlich gar nichts denke. Ich spiele es zusammen. Ja. Dann wieder zusammen. Die zweite Finger. Zusammen, zusammen.
weiter, Takt 42, zusammen, 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 rechts alleine, zusammen, links, links, rechts, rechts. Ein bisschen schneller. Ich zeige wieder die linke Hand, die letzten drei Takte vom Stück. Trommel. Also, jetzt sind wir hier unten auf Fis. Also nicht hier oben, sondern da, eine Oktave tiefer. Fis, Cis, Fis. Jetzt D, ich gehe hinauf. D, A, D. Jetzt zurück, tiefer auf A, E, Cis und noch tiefer, E, H, Gis und Fis hier wieder, Fis, Cis, Fis und fertig. Vierte Note, hier unten. Fermata, dieses Halbkreis mit einem Punkt, das heißt einfach halten, also mindestens das Doppelte vom Notenwert. Also wenn wir 1, 2, 3, 4 und nochmal drei Schläge. 1, 2, 3. Aber ich zähle nie, ich höre immer. Ich höre und wenn es für mich stimmig ist, dann lasse ich dann los. Dann die rechte Hand. Wir hatten vorher die, also beim Takt 42 hatten wir noch zwei Sechzehntel, A und Gis. Und jetzt ab Takt 43 haben wir dann diese zwei Töne. Das ist eine Quart, ein Abstand zwischen vier Töne. Daumen auf E und dritte Finger auf A. Dann nehme ich den zweiten Finger auf A. Dritte Finger auf H, jetzt komme ich auf Cis mit dem vierten Finger, E mit dem Daumen, A mit dem zweiten Finger, Cis mit dem dritten Finger, D, E, wieder E unten, A, D, Cis, H. Auf A, A, A unten, also unterhalb der Mitte, Cis, Fis, A. Okay, nochmal das, das waren ziemlich viele Töne. E und A und dann A, H, Cis, E, A, Cis, D, E, E, A, D, Cis, H, E, A, A, Cis, Fis, A. Und da auch haben wir eine Fermata. Jetzt mache ich die, erstmal die Achtelnoten zur Sicherheit. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei. Und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und. Also wenn wir Sechzehntel haben, dann ist es ja sicher zum Vorteil, dass man einmal die Achtelnoten spürt. Dann die Viertelnoten. Eins, zwei, drei. Takt 43, auf 1 zusammen, dann links, links, rechts,
Reich zusammen, zusammen, zusammen. Rechts, rechts, zusammen, zusammen, zusammen. Rechts, rechts, zusammen. Links, zusammen, 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 zusammen. Rechts, rechts. Da steht ein Ritt. In den Noten Ritt heißt Ritardando, das heißt einfach langsamer werden. Und nach so einem Stück ist es klar, dass man nicht so abrupt im Tempo aufhören sollte, sondern wirklich sich Zeit nehmen sollte, den Stück richtig abzuschließen. Noch einmal das, ich zähle mit. Eins und zwei. Kannst du auf 1 und 3 das Pedal wechseln. Ne? Ich habe es ganz am Anfang vom Stück nicht gewusst, weil ich wechsle es immer intuitiv, aber ich merke, 1 und 3, das ist wirklich gut. Wenn man ganz langsam spielt, dann wechselt man öfters, weil man da zu viel Klang hat. Aber wenn man es im Tempo spielt, reicht 1 und 3. Also auf 1 und auf 3, den dritten Schlag zu wechseln. So, jetzt verbinde ich noch diese fünf Takte. Eins, zwei, drei. Schneller. Ja, also jetzt hast du wirklich das ganze Stück gelernt. Ich werde jetzt das Ganze nicht wiederholen. Hör das Cover an als Inspiration oder hör ein anderes Video, eine andere Aufnahme. Zum Beispiel am besten ist es natürlich von Yiruma selbst und lass dich inspirieren, wie das gespielt wird. Wenn du dieses Gefühl dann im Ohr hast, du kannst auch beim Zuhören die Augen schließen und einfach zuhören, wie er das spielt. Welche Gefühle, welche Farben, welche Bilder kommen bei dir hoch? Und das nimmst du mit in deinem Spiel. Oder kannst du natürlich auch ganz konkret, aha, da wird er langsamer, das möchte ich auch machen. Also lass dich von anderen inspirieren und dann spiel wirklich so, wie du es am liebsten hast. Also das muss nicht genauso wie Yiruma sein oder wie ich sein. Mach deine eigene Soße. Wichtig ist, dass es dir gefällt und dass es einfach schön klingt nach Musik. Ja, dass es lebt. Ja, also nochmals, ich bin stolz auf dich und ich freue mich, dass du bis daher gekommen bist. Wir sehen uns sicher in einem anderen Tutorial. Ciao!